Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und wir befinden uns heute Donnerstag um 18 Uhr in Production Line. Jawohl, und das gleiche Spielchen wie vorige Woche, ne? Drei Videos an einem Tag. Und wir legen hier los mit unserer Production Line. Wir müssen ein bisschen Stau auflösen und. So, fürs Stau auflösen würde ich vorschlagen, dass ich hier da hingehe, wo ich es brauche. Ne? Wobei, bevor ich da was mache, gibt es hier noch extra Robots. Für sämtliche Stationen da vorne. Dann brauche ich da eine Windscreen. Eine Windscreen, die ich hier zu versorgen habe. Die hier Automatic Wipers und extra Robots benötigt. So, somit entschärfe ich das Teil hier erstmal. Dann würde ich sagen, brauche ich dann das hier, Fit Seeds, als nächstes. Oder? Nee. Ich nehme mal Fit Lights als nächstes. Mit Automatic Headlights, extra Robots. Dann das hier und da geht's so rüber und da geht's so rüber. Machen wir eine Station nach der anderen hier zum Verstärken, um den ganzen Rückstau hier loszuwerden. Ne? Eine Station nach der anderen. So, dann staut sich's hier. Für das Horn. Mit Anschluss. Was habe ich denn da? Bei Extra Robots. So. Jetzt schaut's schon mal da besser aus, ne? Zwar würde ich sagen, hapert es dann auch hier noch. Und da oben muss ich mir dann auch noch was einfallen lassen. Aber, ja, mach mal für Zietz halt auch noch mit dazu. Ja, wenn wir schon dabei sind, ne? Okay, gut, die sind schon mal angeschlossen an das System. So. Extra Robots kaufen. Ja, ne? Ich fürchte, ich muss da ein bisschen was machen. Aber mal schauen, ne? So. Der Stau ist mir zu weit hinten zurück. Muss ich hier die Fit Breaks auch noch machen. Auch noch ein bisschen ausholen. Fit Breaks. Brauche ich mal alles Mögliche drinnen. Okay, SUV-Body ist erforscht. Und jetzt gehe ich hier mal schnellstens in die Erforschung von den Sachen, die hier schon mal da sind. Ne?
So, mal schauen, ob das jetzt was nützt oder nicht. Mal schauen. Also da hinten läuft plötzlich die zweite Spur leer. Ne? So viel ist schon mal klar. Ne? Ah, vielleicht auch noch nicht ganz, ne? Aber dennoch, ne? Es könnte besser laufen. Ne? Jetzt war dann da die nächste Station, die ein bisschen Problem schon macht. So, was habe ich denn da? Da habe ich überhaupt noch nichts. So. So, dann machen wir den hier mal komplett so, damit sich die hier auflösen kann, diese Schlange. Oder auch nicht, weil jetzt staut sich's da hinten. Ja, das war mir klar. Ja, dann muss ich da leider expandieren gehen, weil ich brauche extra... eine extra Möglichkeit hier Fahrzeuge zu verscherbeln. Eine zweite Station hier sozusagen. Und jetzt staut sich ein bisschen Rückstau beim Quality Check. Hier habe ich noch immer Rückstau. Allerdings staut sich hier hinten wenigstens nicht. Ne? Das ist schon mal praktisch. Ne? Das ist ja schon mal praktisch, dass es hier da hinten nicht staut. Ne? Ja, so könnte man halt jetzt jedes Mal unständig weitergehen. Ne? Wenn sich irgendwo was anfängt zum Stauen, eine zweite Station aufmachen. Ne? Allerdings, wie gesagt, ich möchte das hier schon mal gerne auflösen gehen. Ne? Indem ich eine riesengroße Engine Station mache. So. Die SUVs habe ich ja schon erforscht. Also gehen wir da mal rein. Gehen wir auf den SUV. Machen wir einen dazu. Und da oben machen wir SUV draus. Machen wir da mal auf 35. Bauen wir alles ein, was es gibt. So. So, dann machen wir da noch Edit Models. Wo war's denn? Dann haben wir die Reversing-Kamera. Kommt überall rein gleich. So. Nächste Forschung. Tire Pressure Sensors. Ja, und ich weiß, ich hätte da gerne eine dritte Station reinziehen wollen. Ne, von den für die SUV-Produktion. Und ich habe hier lauter Fahrzeuge, die ich momentan da nicht verkaufen kann. Weil ich nämlich schon wieder zu wenig habe. Ne? Also zu wenig Premium-Sachen eingebaut, mehr oder weniger. Aber wo ist denn die Reversing-Kamera zum Einbauen?
Wo ist denn die einzubauen? Fitch-Trank hier, oh je. Wo ist denn der Starmas? Da muss ich ja natürlich die Reversing-Kamera da auch noch mit einbauen, ne? So. Sonst wird das nichts. Fitwheels können wir auch noch einbauen lassen. Ne? Brauchen wir auch noch eine zweite. Ne? Die werden wir sich hier zulegen. Hier. So, kannst du mal da weitermachen, ne? Oh, da geht es eigentlich eh noch ziemlich flott voran, aber nicht bei der Menge, ne? Oder doch? Schauen wir mal, ne? Lassen wir uns überraschen, meine Damen und Herren, ob sich dieser Stau jetzt durch diese Erweiterungen hier auflöst oder ob sich da vorne wieder anfängt irgendwo zu stauen. Oder ob dieser Stau ewig so lange bleibt hier. Was ist denn da los? Zu wenig Material hier. Bei den Fit Windows. Also, das geht ja gar nicht, ne? Da muss ich hier mal kurzfristig hier auch Fit Windows noch nachbauen gehen. Noch nachholen. Choose next. Ja, standardmäßig müsste ich jetzt da alles einbauen, alles nachforschen, was da schon alles ist. Und stopp, denn ich muss da vorne noch einbauen gehen. Ne? Das hier, und was haben wir da jetzt, wo ist das? Damals, ne, kann man natürlich, ne. Kann ja nicht anders sein hier, ne? Aber wieso wird die hier jetzt nicht verwendet? Okay. Da passt was nicht. Aber da wird sich jetzt auflösen hier, ne? Also dafür wird sich dann gleich da hinten irgendwo stauen wahrscheinlich, ne? Oder da vorne, ne? Aber das schaut schon wieder besser aus hier. Kein Stau auf dieser Seite. Dafür ja, fängt es hier langsam bei denen hier an, ne? Sehr schön. Wobei, geht ja eigentlich noch, ne? Geht eigentlich noch. Vor allem von der Trocknung her, ne? Wie man sie jetzt so sieht. Next one, das war der K-Alarm für die Fitch-Door-Panels. Fitch-Door-Panels, wo haben wir die Doors? Vent, Roof, Door. K-Alarm einbauen lassen hier, ne? Und den K-Alarm werde ich hier wahrscheinlich in jedes Modell einfügen lassen müssen, ja klar. Das ist nämlich Universal. Na, dann werden wir das auch
so erledigen, meine Damen und Herren. Dass hier auch alles mit korrekten und rechten Dingen hier zugeht. Aber der Stau, ja, teilweise würde ich sagen, löst er sich hier schon auf. Ne? Was ist da hinten? Ja, da wird gewartet. Ne? Ich würde gerne die zweite Roboterstufe auch noch mit dazu erforschen gehen. Aber dann fürchte ich, bleibt mir wieder die Technologieerforschung wieder auf der Strecke. Aber hier passt auch, ne? Hier werden beide Verkäufe bedient. Das ist sehr gut, das passt. Das ist sehr schön, wenn beide Verkäufe bedient werden hier, ne? Was nicht passt, ist, dass ich hier im Showroom einiges an Fahrzeugen stehen habe. Was ich aber wieder gut finde, ja, 2 Mille, ne? Oder fast 2 Mille hier, ne? Das finde ich wieder gut hier, ne? Okay, nächste Forschung. Das ist der Keyless Entry gewesen. Sanneruf brauchen wir. Keyless Entry. Den Hammer, wo? Da mein. Über kurz oder lang werde ich dann das Basic-Modell vom normalen hier auch noch schrotten gehen, ne? Archivieren lassen. Das braucht man nicht. Ne? Da machen wir lieber auf Premium-Stufen. So, da verscherbeln wir. Ach, weiß ich nicht, ne? Was haben wir denn da überhaupt? Das sind die ganzen Compact-Wagen, ne? Die was eigentlich eh noch nichts zum tun haben, ne? Was ist mit den SUVs? Ah, gut. Denen fehlt natürlich auch eine Unmenge hier noch. Aber das werden wir schon hinkriegen hier. Das war dann das Sanneruf. Oh, und dann hätte ich da alles 100.000 Mal. Super. Ah, Aluminium Body wurde auch schon erforscht. Sehr schön. Erstmal noch hier das Sanneruf einbauen. Was auch schon wieder universal ist. Und damit, meine Damen und Herren, würde ich vorschlagen, beenden wir die ganze Sache für heute. Nächste Woche Dienstag geht es um 17 Uhr hier wieder weiter mit Production Line, dem Autofabriks-Maschinerie-Werkzeug-Dingsbums-Data. Ne? Und da werden wir dann schauen, wie es weitergeht von der Forschung her, wie es weitergeht hier in der Produktion, ob wir hier die 19 Stück Autos, die im Showroom stehen, auch alle komplett verkaufen können oder ob ich sogar drauf zahlen muss und billiger sein muss als die Konkurrenten. Das alles nächste Woche.
Danke fürs Zusehen und tschüss, Servus, bye bye.